Ja, liebe Freunde, willkommen zurück zum nächsten Part von Transport Fever 2. Wir sind zurück und haben hier ja schon unseren allerersten Flughafen gebaut, nämlich in der Nähe von München. Wir haben jetzt nämlich tatsächlich auch schon Deutschland im Endeffekt mit unserem Transportunternehmen erreicht, was schon mal ganz cool ist. Hier fährt schon ein bisschen was rum. Es ist zwar noch nicht sonderlich groß und sonderlich effektiv, aber das wird sich noch ändern. Jetzt möchte ich in diesem Part mal Folgendes machen. Ich möchte jetzt noch hier die restlichen Basics machen, also München und Augsburg gut an den Bahnhof anbinden. Das haben wir im Moment nämlich noch nicht. Dann haben wir schon mal die Verbindung nach Salzburg und dann eben auch weiter nach Linz. 300 Leute warten da gerade, 319. Ja, und sobald das erledigt ist, machen wir den zweiten Flughafen hier in Österreich, in Wien. Und dann wird es interessant. Weil dann würde ich sagen, gehen wir in Richtung Linien optimieren. Wir haben schon mitbekommen, dass die Fahrzeuge, die wir haben aktuell bei uns, zum Teil schon sehr schlechten Zustand haben. Das sind jetzt vor allem ältere Busse, aber auch ältere Lastwagen, die halt schon seit ja, über 30 Jahren hier im Einsatz sind. Auch hier viele schlecht unterwegs. Das werde ich dann einfach nutzen, um ja, diese Linien dann auch zu überprüfen, um ein bisschen zu schauen, reicht das momentan aus? Brauchen wir generell mehr? Und. Das heißt, wir werden das Optimieren einfach im Rahmen, immer im Rahmen von der Fahrzeugerneuerung machen. Ich denke, dass das vielleicht ein ganz guter Weg ist, um das regelmäßig dann auch gut hinzubekommen. Aber jetzt kümmern wir uns hier oben mal um München und Augsburg. Das wird mal ganz wichtig. Wir machen hier noch ein Straßenfahrzeugsdepot, weil wir das hier auch brauchen werden. Die Ölfabriken oder Kunststoff- und Treibstofffabriken bei München. Spannend. So. Dann bauen wir hier mal eine Haltestelle. Theoretisch könnten wir auch einfach gleich mit dem Bus nach zum Flughafen fahren. Wäre eigentlich auch möglich, aber jetzt haben wir das schon so geplant, dass das der Zug macht oder die S-Bahn, je nachdem, wie man es nennen möchte. München würde sich aufgrund der Größe und vor allem auch der Fläche jetzt eigentlich auch schon anbieten, dass man eine Straßenbahn macht. Das wäre dann später eben auch so einer der Dinge, dass wir sagen, okay. In den Städten, in denen Busse nicht ausreichen, werden wir jetzt mal upgraden und überall Straßenbahnen machen. Das ist natürlich dann ein großes Projekt, kostet viel, aber bringt natürlich auch viel. So, das sind jetzt interessanterweise, schaut mal, das ist ein Streetcar. Lebensdauer 29 Jahre, das heißt ähnlich wie ein normaler Bus. Aber interessanterweise kann der 100 km/h fahren und 26 Kapazität. Die Ladegeschwindigkeit von dem hier ist höher, das heißt, bei vielen Stops muss man auf jeden Fall auf die Ladegeschwindigkeit schauen. Aber das ist ja mal richtig lustig, so ein Streetcar. Ich nehme so ein Streetcar jetzt für München. Da ist München dann einfach, wie immer, ist Deutschland, Österreich ein bisschen voraus. Wir brauchen dann immer so ein bisschen länger für diese Technologien. Dafür habt ihr noch Landstraßen hier. Ah, sieht ja richtig lustig aus. Das erste Streetcar. Na, da bin ich sehr gespannt. Gut, es ist unterwegs. Das zweite machen wir dann gleich, nachdem wir hier Augsburg verbunden haben. Theoretisch könnte man hier auch noch eine Straße machen. Dann kann man nämlich einen schönen Rundkurs machen. Also, dass wir das hier nutzen. So. Und dann braucht man natürlich auch noch hier die Haltestellen. Das heißt, eine direkt beim Bahnhof. Dann fahren wir hier runter in das Gebiet. Und dann hier rauf. Und oben die Runde. Und dann haben wir hier den Personenverkehr in Augsburg. Dann können die Leute nämlich auch mit dem öffentlichen Verkehr fahren. Da würde ich sagen, werden wir das Ganze von München aus befahren. Ich nehme jetzt das Teil hier, weil der halt einfach diese hohe Ladegeschwindigkeit hat und auch diese große Kapazität. Und da ist der Streetcar in München jetzt schon unterwegs. Personenverkehr München sieht ja sehr nett aus. Hat was. Gut. Ich finde es auch immer ganz nett, dass das dann oben steht auf den Fahrzeugen. So eine Kleinigkeit, die ganz cool ist. Und ich muss auch echt schon sagen, ich freue mich jetzt dann schon, wenn wir alle Städte miteinander verbunden haben und wir uns dann auf die Güter konzentrieren. Ich finde, Güter machen fast ein bisschen mehr Spaß, vor allem kann man die Kapazitäten da irgendwie besser planen, finde ich. Aber gut. So, Linz-Salzburg ist unterwegs und ja, es ist gigantisch, was hier wartet. Das heißt, die Frage ist, aber hier ist er zum Beispiel gar nicht voll im Moment. In den Braunau wahrscheinlich viele Leute ausgestiegen, das kann sein. Ich
Ja, also diese Optimierung, die wird noch viel Zeit kosten. Aber wie gesagt, da kümmert sich der Zukunfts-Philipp drum. So, gut, das heißt, so sind wir soweit eigentlich auf Kurs. Die Verbindung München-Salzburg funktioniert aktuell noch nicht so richtig, aber jetzt, hier sehen wir schon, es warten immer mehr Leute, die jetzt eben auch zum Bahnhof fahren wollen. Theoretisch könnte man hier noch echt eine zweite Zugverbindung machen. So, ich mache hier mal eine Landstraße. Schadet mal grundsätzlich nicht. Und dann würde ich sagen, binden wir hier diese Straße noch an. Und dann machen wir hier direkt. Achso, das bringt im Moment eigentlich noch nichts. Ich wollte gerade sagen, direkt hier beim Flughafen einen Bus, der von der Münchner Innenstadt rausfährt. Aber es bringt eigentlich nichts, weil sie können vom Flughafen noch nirgends hinfahren. Das heißt, dieses Grundgerüst haben wir jetzt mal gemacht. Dann kümmern wir uns jetzt tatsächlich. Holy shit. In Linz geht's ab. Da kommt jetzt eh gerade der nächste Zug rein. Kümmern wir uns jetzt mal um diesen Flughafen hier, damit wir das Ganze jetzt auch wirklich dann mal fertig gemacht haben und auch das erste Flugzeug unterwegs ist. Passagierflughafen hier relativ günstig. Ups, verklickt. Hier tatsächlich relativ günstiger. Die Frage ist, wo wir ihn hinpacken, damit wir auch eine gute Anbindung an die Züge dann haben. Weil aktuell, ja, würde ich fast sagen, wenn wir dann hier daneben den Passagierbahnhof machen, den mache ich gleich dazu. Einen großen Passagierbahnhof mit Hochgeschwindigkeitslinien. Wir machen gleich 240 Meter, also der wird richtig lang. Den machen wir hier dazu. Mit einer Straße dann in der Mitte. So. Und. Ah, das war jetzt eigentlich gar nicht so clever. Eigentlich müsste ich ihn umdrehen. Das kann ich jetzt nicht mehr machen, also muss ich ihn abreißen. Rückerstattung 1 Million. Ich hoffe, das ist halbwegs das, was wir. Naja, nicht wirklich wir gezahlt haben. Haben schon ein bisschen Geld verloren jetzt. Aber so ist halt klüger, weil dann haben wir dazwischen die Straße. Machen wir da vielleicht gleich eine große Straße. Aber wer weiß, wofür wir die dann später noch brauchen. Und dann machen wir hier den Flughafen direkt daneben. Müssen die Leute nur einmal über die Straße gehen. Und ich würde es halt cool finden, ich weiß nicht, ob das in Mods vielleicht geht, dass man Flughäfen hat, die zum Beispiel gleich mal eine Station eingebaut haben, so wie es zum Beispiel in Cities Skylines ist. Das ist da ja recht gut umgesetzt, finde ich. Aber ja. Ah ja, in den Kommentaren hat noch jemand geschrieben, ich soll Eisenstadt noch mit, ich glaube, Bratislava verbinden, oder? Dann haben wir im Osten alles verbunden, hat er gemeint. Die Idee ist auch recht gut. Könnte man hier so am Neusiedlersee vorbei, über die Donau drüber. Dann hätten wir das hier auch noch. Dann wird halt Eisenstadt Wiener Neustadt. Gut, da müssen wir jetzt auch was unternehmen. Das ist brutal, was da schon wieder abgeht. Regionalverkehr, Eisenstadt Wiener Neustadt, ja, das ist dieses kleine Ding hier. Haben wir eh schon abgegradet, aber damit kommen wir natürlich jetzt auch nicht mehr klar. Die Strecke ist jetzt nicht riesig. Also nicht lang, aber jetzt sagen wir, nehmen hier einen Diesel. Eine Diesellok. Kann 140 km/h fahren. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. Bisschen Abwechslung reinbringen. Aber vielleicht noch nicht ganz so groß. Das Problem ist nämlich auch, dass es oft recht. Achso, passt ja. Es ist oft recht schwierig einzuschätzen, wie viel jetzt wirklich benötigt wird, weil die Leute, die sammeln sich halt schon seit Ewigkeiten auf den Bahnhöfen und warten. Das heißt, das ist jetzt nicht der normale Ansturm, sondern es ist auch einfach schon der Ansturm, der schon länger da wartet und dementsprechend passt dann vieles. Wahrscheinlich gar nicht zusammen und ist gar nicht so krass, deswegen solltet ihr vielleicht beim Upgraden von Fahrzeugen und Zügen nicht zu viel auf einmal machen. Ja, hier haben wir mal wieder einen Bahnübergang, da ist eben die Frage, ob wir den so lassen. Im Endeffekt hat es vielleicht auch den Vorteil, dass der Verkehr zwischendurch, bevor er nach Wiener Neustadt geht, auch gestoppt wird. Das heißt, dass die Leute dann vielleicht nicht ganz so schnell oder die Autos nicht ganz so schnell in die Stadt kommen. Und jetzt werden wir mal sehen, ob das Ding schnell genug ist, weil wir sehen hier schon mal, die Beschleunigung ist relativ langsam.
Mehrere Fahrzeuge befinden sich in einem sehr schlechten Zustand. Die Meldung kommt schon wieder, die war auch im letzten Part da, da haben wir ja schon gesagt, dass wir das bald angehen werden. Die Sache ist die, wir müssen es jetzt nicht dringend machen, es sind halt die Emissionswerte, die ein Nachteil sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass Fahrzeuge kaputt werden können oder ausfallen, was ich generell eigentlich cool finden würde, wenn das ginge. Tut's aber eben nicht. So, 140 km/h sollte er zusammen bekommen. Er ist jetzt voll beladen und deswegen sieht man schon, dass er da ziemlich, also diese Lokomotive ziemliche Probleme hat, das zu erreichen. Aber ich denke mal, für diese kurze Distanz ist das schon okay, weil wenn wir das überdimensionieren, dann fährt die auch nicht effektiv herum. So, passt jetzt mal. Gut, aber ich bin ein bisschen abgedriftet. Wir wollten uns hier um den Flughafen kümmern. Dann ist mir noch der Kommentar eingefallen mit Eisenstadt Bratislava. Den machen wir nachher auch noch. Gibt so viel zu tun, Leute. Ich liebe es. Das ist, glaube ich, echt mein Lieblings-Let's Play hier auf Strategiewelt bisher. Ja, wie machen wir das mit den Flughäfen? Da kommt auch was Cooles. Ein AGV aus Italien. AGV. Keine Ahnung. Ich schaue jetzt gerade. Wir haben in Wien hier die linken Gleise noch frei. Tatsächlich. Theoretisch könnten wir den Zug hier aufs linke Gleis bringen. Ist das Werner, der von Graz kommt. Dann haben wir nämlich dazwischen wieder eins frei. Die Frage ist nur, wo und wie. Wir müssen den theoretisch hier schon rüber schieben. Dann hier weiter. Da sehen wir jetzt mal unsere unterirdische Kreuzung. So, und dann hier hin. Wenn wir das mal machen, also jetzt ist er gerade hier, deswegen warte ich jetzt mal kurz ab, aber dann werden wir ihn umlenken. Das heißt, der muss dann hier aufs rechte Gleis irgendwann, das war hier. Das heißt, bis hierhin können wir mal ein Signal setzen, bevor er hier rüberfährt. Dann kriegen wir nämlich hier dieses braune Gleis frei. Aber das teilt sich eh auf. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir das dann hier lösen. Aber im Endeffekt würde ich ganz gerne eben, das ist Wien, West-Ost. Ah, die West-Ost-Verbindung. 11 Leute von 38, hier warten 12. Also eigentlich ganz ehrlich, die könnte man vielleicht fast kippen. Die sollen mit den Bussen fahren und den Straßenbahnen und warten eh kaum Leute. Nein, aber ich glaube, die können wir jetzt echt mal lassen. Ich verkaufe das Ding und wir streichen die Linie. Und dadurch kriegen wir noch ein Gleis frei. Sondern wie gesagt, schicken wir den Grazer Zug. Der fährt jetzt gerade weg. Warten wir mal, bis er raus ist aus der Station. Sonst gibt es nämlich mit der Wegfindung vielleicht wieder Probleme, weil er auf einem Gleis ist, wo er nicht hin soll. Jetzt ist er aber auf so einem richtigen. So. Jetzt gehen wir auf Graz. Regionalverkehr Wien-Graz. Und in Wien innere Stadt musst du jetzt quasi auf den ganz linken zum Beispiel. Oder nicht ganz linken, auf den 7er. Genau. So weit, so gut. Jetzt müssen wir noch schauen, was ist das Grüne? Wien-Wiener Neustadt. Ja, der ist wichtig. Der kann dann hier... Der könnte auch hier aufs linke Gleis. Dann würde man das rechte Gleis freikriegen. Für den Zug, der zum Flughafen fährt. Lassen wir den jetzt auch kurz mal runterfahren. Boah, ich hoffe, ich verbaue mich hier nicht komplett. Der fährt jetzt mal runter. Genau, passt. Und dann gehen wir auf die Linie Wien-Wiener Neustadt und der kann jetzt eigentlich auf dieses Gleis hier fahren. Was ist das für eines? Hier. Auf
das Vierergleis, er fährt dann hier rüber, genau. Und dann haben wir hier rechts nämlich Platz für, was fährt, das ist die Wien-West-Ost-Verbindung, gut, dann werden wir einfach dieses Gleis hier mitnutzen. Theoretisch könnte man so machen, dass die Leute einfach von hier mit dem Zug zum Bahnhof fahren können, zum Flughafen fahren können, dann hätten wir das hier einfach miteinander verbunden. Dann wäre dieser Bahnhof hier drüben nämlich auch für, nicht komplett unnötig gewesen. Aber dann nutzen wir theoretisch hier wirklich dieses Gleis für den Airport Express. Können wir ihn nennen. Ich baue das jetzt hier mal so mitten an. Dann fahren wir hier mal raus. Parallel fürs erste und dann drehen wir nach rechts weg. Das heißt, wenn wir jetzt Leute haben, die tatsächlich noch immer von Wien-Ost nach Wien-West wollen, dann können sie quasi über den Flughafen fahren und dort umsteigen. Ist jetzt vielleicht nicht die komplett vernünftigste Variante, aber ui, die Kurve ist nicht gut. Die ist definitiv zu eng, zu steil. Zu viel Tempo möchte ich da natürlich nicht verlieren, auch wenn es nahe an der Station ist. Ja, da sind wir bei 100 km/h, das ist okay. Dann fahren wir. Ja. Das geht nicht, wenn man zu nah an der Brücke dran ist, aber jetzt dürft's gehen. Passt. Soweit, so gut. Ich finde, das ist jetzt nicht unlogisch, was wir da gemacht haben. Jetzt werden wir nur noch schauen, dass wir. Jetzt hätte ich eigentlich diesen einen Zug behalten können. Aber egal. Wie lange gibt es denn die Dinge eigentlich noch? Ah, ewig. Ab 2004, sehr schön. Die haben eine bessere Zugkraft. Das heißt, eine bessere Beschleunigung dann schlussendlich auch. Dann werden wir hier mal einen doppelten nehmen. Den weisen wir zu. Hierhin und hierhin. Genau. Das heißt Regionalverkehr, Airport Wien-Ost. Mal schauen, ob er da durchkommt. Ich versuche es jetzt wirklich mit wenig Zugdepots zu lösen. Da hat auch jemand von euch in den Kommentaren geschrieben, dass er das so gemacht hat, dass er teilweise schon so eine Challenge gemacht hat, dass er wirklich nur mit einem Depot auf der ganzen Karte gespielt hat. Mit Durchfahrtsbahnhöfen geht es eigentlich. Also, ich glaube, wenn wir jetzt noch einen Spielstand machen und ich hätte wirklich Bock, dass Transport Viva einfach so ein Fixpart auf meinem Kanal hier wird, dann werde ich es von Anfang an anders planen. Dann werde ich diese Tipps, die mir gegeben hat, von Anfang an schon beherzigen mit Fahrtlinien und so weiter und Fahrtrichtungen und dass wir nicht nur, dass wir quasi nicht für jede Linie ein eigenes Gleis machen und so weiter. Das wird dann mit der Zeit viel zu kompliziert. Und dann glaube ich, mal vom guten Weg sind. Dann wird es, glaube ich, lustig. Vielleicht machen wir dann mal so eine Deutschlandkarte oder Italienkarte oder vielleicht auch USA mit den ganzen Zügen und Fahrzeugen aus den USA. Irgendwie so, weiß nicht, so eine Südstaaten-Map wäre halt cool mit viel Wüste und sowas in der Richtung. Würde mir gefallen. Aber da bin ich ganz für Vorschläge offen. Soll ja unser gemeinsames Projekt werden. Schaut mal, da hat sich ein Wohngebiet gebildet. Wohnen und Industrie. Direkt neben dem Bahnhof. Ist ja schön. So Villa zwischen Industrie und Bahnhof. Wer hätte das nicht gern? Aber ja, die Städte werden immer größer. Wahrscheinlich wird das auch irgendwann dann so komplett miteinander verschmelzen. Ich weiß nicht, wie groß es wirklich wird. Wir werden sehen. So, auf jeden Fall haben wir jetzt diese Airport-Verbindung. Ich bin gespannt, ob die auch wirklich genutzt wird. Momentan wahrscheinlich noch nicht, weil da tut sich ja noch nichts. Die können nirgends hin, wenn sie daher fahren. Das heißt, wir brauchen jetzt hier diesen zweiten Zug. Der fährt nur von hier zu Wien Airport. Ich glaube ehrlich gesagt jetzt, dass wir am Anfang auch mit den Dingen hier auskommen werden. Wir haben ja noch keinen Flug, keine Flugverbindung. Das ist neue Linie. Regionalverkehr, Airport, Wien West. Passt. Was geht da ab? Linz Wien 229. Also ich glaube, das wird echt bald ein ICE oder sowas werden. Graz-Wien ist auch voll. Es ist brutal.
Jetzt schauen wir kurz, ob das mit der Linie geklappt hat, dass die hier nach rechts fährt. Hier überschneiden sie sich halt kurz. Aber auch nicht wirklich lange und mit den Signalen werden wir halt so machen, dass das irgendwie nicht gut ausgeht. Dass sie nicht so lange warten müssen. Ich finde es ja so beruhigend, hier einfach mal zuzuschauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht haben wir mal so eine ganz weite Ost-West-Verbindung, dann fahren wir mal mit. So, das heißt, der fährt jetzt hier mal in Wien ein. Da wartet jetzt natürlich noch niemand, aber theoretisch haben wir jetzt quasi diese Ost-West-Verbindung über den Umweg Flughafen und die Umstiegsmöglichkeit wiederhergestellt. Das ist zumindest mal positiv. Und jetzt können wir eigentlich den ersten Flug machen. Das heißt, wir schauen jetzt mal, was es hier so gibt. Wir haben einen großen Flughafen genommen, das heißt, wir können durchaus auf große Flugzeuge gehen. Auch hier gibt es die Cargo-Möglichkeiten, das heißt, wir können da auch Materialien rumschicken. Aber wir setzen jetzt hier mal auf Passagiermaschine. Da sehen wir hier 20 Kapazität 50, die große Boeing 757. Airbus A320 hat 37 Kapazität, der würde für den Anfang vielleicht ganz gut passen, damals 737. Und da gibt es dann auch welche, die eben alle Güter transportieren können, was auch nicht verkehrt ist. Wobei ein Passagiere, also Menschen, sind glaube ich kein Gut. Ich nehme den Airbus A320. So. Und dann machen wir eine neue Linie. Von hier Schwechat nach München. Nennen wir das jetzt FV, Flugverkehr. Oder Flugverbindung. Oder weiß nicht was. Fernverbindung kann man nennen, wie wir wollen. München, Wien. Im Endeffekt werden wir wahrscheinlich eh nur diese eine Linie haben. Also in der Luft zumindest. Ich glaube nicht, dass ich hier noch irgendwo einen Flughafen mache. Wobei, vielleicht können wir einen kleinen in Kärnten machen. Weil irgendwie müssen wir Kärnten dann auch noch anbinden, später mal. So, wo ist das Ding? Hier ist es. Da wartet jetzt im Moment noch niemand. Das wird jetzt ein bisschen dauern, bis es anläuft. Aber auch hier kann man mitfahren oder mitfliegen in dem Fall. Das werden wir uns jetzt einfach mal gönnen und anschauen. Also hier schon ganz cool irgendwie, wenn wir das jetzt auch haben. Also jetzt geht's rund. Dann brauchen wir auch noch irgendwann Boote. Da hat ja auch jemand von euch in den Kommentaren geschrieben, dass es cool finden würde, wenn wir eine Verbindung rein mit Booten hätten. Also eine Stadt nur mit dem Schiffsweg anschließen, das würde sich in Kärnten vielleicht anbieten. Aber schauen wir mal. So, die wartet jetzt hier. Das bekommt, der hat das Triebwerk hoch, das wird gerade echt ein bisschen laut. Echt unangenehm. Geht da mal raus, dann ist der Sound nicht mehr ganz so krass. Und dann hebt das Ding ab und rechts sehen wir die Geschwindigkeit. Also wir sind hier schon bei 200 km/h. Ich glaube, jetzt kann man wieder reinschauen. Das war immer relativ laut, aber es ist glaube ich ein bisschen besser jetzt. Und da sieht man unsere Karte hier mit Wien und so weiter. Auch jetzt wirklich mal von oben. Ganz nett. Aber es ist echt laut. Das will ich euch nicht antun hier. Aber da sind wir auf einem guten Weg. So, jetzt bin ich mal gespannt, wenn ihr die Flughöhe erreicht. Hier natürlich jetzt deutlich niedriger als in echt. Das ist alles natürlich ein bisschen relativ. Aber dann bekommt ihr nämlich auch eine ordentliche Geschwindigkeit zusammen. Erhöhe mal das Tempo. So, jetzt hat sie die Flughöhe erreicht. Jetzt geht die Geschwindigkeit rauf. Jetzt beschleunigt sie ordentlich. Und da vorne fängt sie dann eh schon bald wieder mit dem Landeanflug an. Also allzu schnell. Ja, allzu lange ist sie nicht in der Luft. Damit schon 500 km/h, also der Zug darunter wirkt schon relativ langsam im Vergleich. 600 km/h. Und jetzt wird sie schon wieder langsamer und fängt schon wieder an. Hier sehen wir die Verbindung. Ja, sie beginnt tatsächlich schon langsam mit dem Sinkflug, würde ich mal schätzen. Kommen hier nochmal kurz rein. Auch der Sound, beim Sound finde ich auch recht cool, dass sich der dann so anpasst.
dass er quasi beim Start lauter ist und jetzt bei der Landung das Ding halt hauptsächlich schwebt. Da unten sehen wir Salzburg. Die typischen Salzburger Wolkenkratzer, wer kennt sie nicht? Und da ist jetzt eh schon der Landeanflug auf München. Ja. Damit werden wir den heutigen Part beenden. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ihr merkt, das ist natürlich zerfahren, weil während man baut und irgendwas macht, dann kommt man wieder auf so viele andere Sachen drauf, die man in der Zwischenzeit auch noch machen möchte. Aber ja, ich hoffe, euch macht es mindestens genauso Spaß wie mir. Und im nächsten Part werden wir uns jetzt mal um die Optimierungen kümmern, weil so viele Fahrzeuge im schlechten Zustand sind. Es wird auch teuer. Aber es wird auch ganz wichtig sein, weil viele Linien haben wir jetzt schon seit Ewigkeiten nicht mehr angeschaut. Und da müssen wir einfach schauen, was sich so getan hat in der Zwischenzeit, ob Fahrzeuge zu viel sind, ob sie ausreichen und. Gibt's einiges zu tun. Na gut, Leute, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis bald, danke, ciao.